Quagliarella. Maradona haut die Kugel nach vorne. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorne orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt können wir den Gegner hinten beeindrucken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flanke. Hier ist Alexandre Pato. Toni Kroos. Souverän verwandelt. Der Torhüter hat sich halt auf eine Ecke festgelegt. Er hat sich auf die falsche Ecke festgelegt. Jetzt sind sie vorne. Sie haben mit guter Moral das Spiel gedreht. Sie sind jetzt in einer neuen Situation. Jetzt das ist die Möglichkeit. Zu schwach dieser Schuss. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jawohl, Einwurf. Alexandre Pato. Der Assistent. Alexandre Treffer versenkt. Die erste Hälfte endet mit einem Donner. Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht im Abseits. Es ist ein irres Fußballspiel. Der absolute Wahnsinn. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich zu früh gefreut. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Was haben wir hier für eine tolle Hälfte gesehen? Viele Tore, außergewöhnliche Technik, ein Top-Niveau.
Vier Tore in der ersten Hälfte, zwei für jeden. Na, so kann es doch bitte weitergehen. Damit auf geht's in die zweite Hälfte. Neymar. Modric. Riesenmöglichkeit. Sucht die Lücke. Jetzt könnte was gehen. Versucht da durchzustecken. Toni Kroos. Modric. Neymar. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Sucht seinen Mitspieler. Er bringt ihn. Wie großartig ist dieser Treffer? Großartig von Neymar. Der Wiederanpfiff und die schnelle Führung. Ganz, ganz wichtig. Auf ihn ist nun mal immer wieder in schwierigen Situationen verlassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fehlen die Worte. Einfach klasse. Gefährlich. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz an Modric. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Langer Abschlag vom Keeper. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Klare Sache, das muss Geld geben. Überhaupt keine Frage. Wenn einer den Ball erobern will, dann muss er auch mal richtig zur Sache gehen. Aber der hier hatte nie die Möglichkeit, auch nur ansatzweise an die Kugel zu kommen. Und er ist zur Stelle. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Ist doch klar, dass sie ihm jetzt auf den Füßen stehen. Die wissen ganz schon. Und noch ein Tor. Sie liegen mit drei Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Damit ist die Führung auf 3 Tore angewachsen. Nutze die Chance. Nicht optimal, der Abschluss. Der Ball geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gefahr vorerst gebannt. Versucht den Pass da durch die Gasse. Jetzt sprintet er. Diego Maradona! Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschossen. Versucht es mit dem langen Schlag.
Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Ja, er sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung, stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, das ist relativ clever. Neymar holt ihn sich wieder. Ist körperlich einfach unterlegen. Langer Abschlag vom Keeper. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Er geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Jemerson kann die Situation klären. Jetzt ist was möglich. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Tonelli. Ab nach vorn und hoffen. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Versucht die Gasse zu finden. Er hat ihn einfach stehen lassen. Und da ist die hereingegangen. Er versucht's. Treffer versenkt. Oh nein, die Fahne des Linienrichters ist oben. Bitter für den Torschützen, keine Frage, weil der natürlich schon unterwegs war zum Jubeln und dann zurückgepfiffen wurde. Die Entscheidung kam spät, aber sie war richtig. Die einen sind enttäuscht, die anderen erleichtert, während die Partie weiterläuft. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Der muss sitzen. Er sitzt. Jetzt sieht das Ergebnis schon nicht mehr ganz so schlimm aus. Sampdoria Genua hat die Situation sofort erkannt nach diesem schlampigen Pass. Die Balleroberung, das schnelle Umschalten, der schulmäßige Konter. Jetzt ist er drin. Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Es sieht ganz danach aus, als wäre die Partie entschieden. Versucht die Lücke. Versucht da durchzustecken. Stefan de Vries. Mit der Grätsche. Das könnte sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Ich kann mir vorstellen, der Trainer wird wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor dem Kasten. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Willkommen zurück in diesem Fußballspiel. Langer Abschlag vom Keeper. Will ihn da durchstecken. Da ist die Chance. Er schickt, er ist drin. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Selbst durch den Rückstand hat man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben konzentriert weitergespielt und am Ende verdient gewonnen. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Sie haben den besseren Start in diese Partie erwischt und vielleicht...